willkommen zurück zu Runde 3. Letztes Booster, letzte Chance für Bolas, sich noch zu zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und Würfelchen. Tja, so ganz begeistert bin ich noch nicht, aber ich fange einfach mal an. Du? Es erscheint die böse Miezekatze, ausgehungerter Streuner. Wenn er stirbt, darf ich eine Karte ziehen. 1, 3. Mhm. Und go. Steinerne Abscheulichkeit. Wenn sie angreift, schicke ich, dann kann ich eine Karte von deinem Friedhof ins Exil schicken. Mhm. Also des verteidigenden Spielers. Das ist ja wohl deine Karte. Und für eins. Mhm. Und du. Trapper, 2-3 Manners für Exalten für plus 2 plus 0. Mhm. Dann hätte der 4-3, okay, ja. Nicht schön, aber selten. Fertig? Jo. Und dann bist du schon. Na? Sven ist stumm geworden. Und eingeschlafen. Oh, Sven greift an. Exalten? Oder nö? Mhm. Das heißt, er kommt rum für 2. Block ich mit der Miezekatze? Mhm. Da gucken wir hier Scheiße hinterher. Mhm. Keine Scheiße? Okay. Okay. Fertig? Doch, Scheiße hinterher.
kriegt plus 1 plus 0. Ja. Und ich kann deals damage equal to its power to target creature and opponent controls. Also, ihm hau ich und er kriegt Schaden in Höhe seiner Stärke in dem Moment, was 3 sind. Wollen wir nochmal auf. Ja, aber den Schaden schießt er nicht auf eine andere Kreatur, sondern quasi die, mit der er sich im Kampf befindet. Ja. Genau. So, pass auf. Target Creature and Opponent Control. So, Zielkreatur, die du kontrollierst, kriegt plus 1 plus 0, ist er. Jo. Es schießt Schaden in Höhe seiner Stärke. An eine Kreatur, die mein Gegner kontrolliert. To Target Creature. Stimmt, die ist noch nicht mal ins Kampf gebunden. Ja, hast du recht. Dann sind beide weg. Scheiße, die Mann. Guter Zug. Und ich darf eine Karte ziehen, weil er gestorben ist. Mhm. Und du bist dran. Das war jetzt unschön. Und das sogar ohne zu exerten. Mhm. Hättest du eh nicht blocken können. Fällt mir gerade ein. Mhm. Was denn? Menace. Achso, okay, ja, stimmt. Das ist gar nicht mal so schön. Das Kätzchen kann einiger zurück. Hätte gar nicht blocken dürfen. Hätte gar nicht blocken dürfen? Nein. Da muss die Karte auch wieder futsch. So, Mann, ist das ein Gefusche. Ich hoffe, ich schneide das vielleicht mal raus. Nein, nein. Also das war ja wieder gegen alle Regeln hier. So. Und es erscheint das lustige Dingsbums. Und das Dingsbums. Das Goldhorn Cerodon, das hat jetzt die Fähigkeit, dass eine Kreatur meiner Wahl nicht blocken kann, weil ich eine Wüste kontrolliere. So, und jetzt kommt die Mizuka zurück. Hallo, für 1. Das kann nur nicht blocken, wenn das Ding angreift. Hm? Gut, Text schreiben. Immer wenn das Ding angreift, kann ich nicht blocken. Ja, ja, wenn der, sorry, wenn der, hab ich nicht gesagt, also wenn er angreift, dann kann eine Kreatur meiner Wahl nicht blocken. Ja. Das kann ich so immer überleben. Bin ich? Ja, no. Wenn er ins Spiel kommt, bekommt eine Kreatur, die ich bekommt eine Kreatur meiner Wahl plus X bis zum Ende des Zuges, wobei X seine Stärke ist. Wenn er ins Spiel kommt. Mhm. Free Dive. Sprich, er kriegt plus 2 plus 2. Mhm. Angriff mit 4. Mhm. So sieht das aus, die nehme ich auch. Fertig? Mhm. Kannst du eh nicht blocken. Achso, immer noch Menace. Ja. Ich dachte, das hätte ich vielleicht noch gewöhnt. Fertig? Ja, ne? Ja, dann vielleicht bitte ankreuzen. Ja. Ich habe prophylaktisch schon mal ertappt. So, Herr Doktor. Dann wollen wir noch erstmal gucken, wie wir ein bisschen auf den Sack gehen können hier. Dann spielen wir mal als erstes Umarmung der Wüste. Verzaubert eine Kreatur. Die Umarmung der Wüste, wenn sie ins Spiel kommt, kriegt 3 Lebenspunkte, wenn ich die Wüste kontrolliere oder einen Friedhof habe. Das ist so. Dann 19. Die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Und ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Mhm. Und dann. Und dann und dann und dann. Sagt er, der kann nicht blocken. Und die beiden kommen um für 5. Mhm. Jo.
haben, darf er. Klar. Bringt mir nichts, aber ich will es gemacht haben. Der Form. Jo, ist doch vernünftig, weil für irgendwelche Kartentexte nicht, oder? Könnte das relevant sein? Ach, die Rolle klagen immer. 105. So, so, schau, 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 schau. Denn wollen wir doch mal was Lustiges machen. Sumpf. Lilianas Niedergang. Zerstöre eine schwarze Kreatur oder einen schwarzen Planeswalker. Falls es Liliana Planeswalker war, kriegt der Herrscher 3 Schadenspunkte. Ist zwar kein Planeswalker, aber wenigstens nicht. So, dann rate, was passiert. Er darf nicht blocken. Nicht? Und fertig. Zwei. Ich bin geneigt, Angst zu kriegen. Ja, doch. Fertig? Ist mir gut. Hast du eh gewonnen, wahrscheinlich. Vielleicht. Wer war's? Ein faszinierender Mountain. Ja. Die Nummer nochmal. Du. Das war's. Ja. Das war's. Einen hätte ich noch gehabt zum Zerschießen. Den hätte ich nur aufgehoben. So, jetzt will ich wissen, was da noch drin war. Blödsinn. Sandexplosion. Finde ich auch ganz nett. Zwar relativ teuer, aber trotzdem gut. Überraschungsangriff. Den hätte ich aber schon mal gesehen. Durchbohrender Treffer. Mumienanführer. Und die Rare ist auch kein Bolas, es ist Wissen und Glauben. Tja, somit ist es offiziell. Im ganzen Display und in dem ganzen Feedback war kein Bolas drin. Und eine modernde Freundin ist best. Bei mir auch nicht. Hier. Und was gab es bei dir noch Schönes? Ja, das ist die Rare, nur die Rare war auf dem Tisch. Ansonsten. Torment of Scarabs, Spieler verzaubern, am Anfang des Upkeeps des Spielers verliert er 3 Leben, außer er opfert eine Non-Land Permanent oder wirft eine Karte ab. Mhm. Und ansonsten noch den Titan, ein Random Zombie, noch einmal Life Goes On und noch Proven Combatant, kannst du vorhin ja auch. 1-1 Eternalize für. Jo, das waren die Booster-Battle. Der Bolas hat sich bei beiden nicht gezeigt. Das heißt, bei insgesamt 2 Displays und 2 Fatpacks, Bundles, war kein Bolas drin. Kritik an Wizards of the Coast. So, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sind erstmal raus und wir sehen uns wahrscheinlich schon bald wieder, weil die nächste Edition steht schon wieder vor der Tür. Und Sven nickt eifrig. Schon ein bisschen geil, ja? Nein. Nicht mehr als sonst. Okay, alles klar. So, wir sind raus. Ich würde sagen, macht es gut. Ciao, ciao. Tschö. Geht doch. Ciao.